Heute zeige ich dir, wie du dich in Minecraft hinsetzen kannst. Auf einen Stuhl, einer Couch oder sogar auf dem Bett. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich dir. Für den Bau unserer Möbel brauchen wir nicht mehr allzu viele Command-Blöcke, insgesamt 3 Stück reichen aus, einen wiederholenden und jeweils 2 verkettete. Beim Bau achte darauf, dass die Command-Blöcke immer mit dem Pfeil nach oben gerichtet sind. Oder halt in die Richtung, wo ihr, sag ich mal, eure Command-Blöcke platziert. Gehen wir die einfach mal durch. Fangen wir an mit dem Wiederholenden. Wir achten natürlich darauf, er ist wiederholen, bedingungslos und immer aktiv. Damit haben wir ihn auch jetzt aktiviert. Für den Befehl gibt er einfach diesen leichten Chat-Befehl ein. Also wir wollen jetzt hier natürlich eine Kreatur zu einer bestimmten Position teleportieren. Daher TP, denn die Kreatur, den Typ, wir nehmen diesmal ein Schwein, in einen Radius von 5 Blöcke soll er dahin teleportiert werden. Danach nehmt ihr noch die Koordinaten. Wir haben ja immer Breite, Höhe, Länge und wir machen es in der Mitte bei der Höhe und gibt dir einfach da ein, wo es denn hin gespawnt werden soll. Bei uns wären es ja 2,2, also über den zweiten Block. Das wäre bei uns jetzt der Fall über unsere Command-Blöcke. Gleich danach gehen wir in den nächsten Command-Block rein. Das ist jetzt ein verketteter, bedingungslos und immer aktiv. Damit haben wir ihn aktiviert und wollen jetzt unser Schwein mit noch einen Effekt ausstatten. Daher Effekt, unsere Kreatur, immer noch das Schwein im 5 Blöcke Radius. Damit machen wir es jetzt einfach und sterblich. Und zum Schluss noch 1, Leertaste 1 und True. Das reicht uns noch nicht. Wir wollen natürlich noch beim zweiten verketteten Block auch nochmal einen Effekt drauf knallen. Achtet vorher nochmal, er ist verkettet, bedingungslos und immer aktiv. Ganz einfach wieder Effekt. Ne, unsere Kreatur, das Schwein bleibt, 5 Blöcke bleibt auch. Jetzt machen wir es unsichtbar und wieder 1, Leertaste 1 und True. Super, das wären schon alle Befehle, die wir brauchen. Jetzt müssen wir natürlich nur noch ein Schwein spawnen, was natürlich oben bei unserem Stuhl auch rauf platziert wird. Ihr dürft jetzt eins nicht vergessen, wir haben diese Command-Blöcke jetzt aktiviert. Wenn ihr jetzt ein Schwein nehmt und das jetzt genau daneben spawnt, ist es jetzt automatisch hier oben drin. Wie wollen wir das überprüfen? Wir gehen mal einfach mal rein hier bei unseren Unsichtbarkeitsblock. Geht mal von bedingungslos auf bedingt rein und damit wird das Schwein wieder sichtbar. Ist nicht das Problem, ihr nehmt einen Sattel, klickt auf Schwein und schon könnt ihr es auch benutzen. Natürlich ist es ein bisschen doof, das Schwein zu sehen, von daher sollten wir den Block wieder aktivieren, dass das Schwein unsichtbar wird. Dafür gehen wir einfach wieder in den letzten Block rein, beenden bedingt und gehen auf bedingungslos. Dadurch wird es unsichtbar und wir können uns dann wieder auf unser Schwein hinsetzen und den Stuhl damit benutzen. Welches Möbelstück du dir natürlich über diese Commands platzierst, ist ganz dir überlassen. Du kannst es von einem einfachen Stuhl hin zu einer Couch oder sogar ein Bett, was du damit dann einfach benutzen kannst. Bei einer Couch musst du eigentlich das gleiche Prinzip machen wie bei einem Stuhl und bei einem Bett ein bisschen was anderes. Und zwar wollen wir natürlich keinen Command-Block unterm Bett sehen. Von daher habe ich hier nur eine Sache geändert und zwar die Höhe, wohin das Schwein teleportiert werden soll. Und um die Höhe zu bestimmen von dem Schwein, richtest du dich einfach zu unserem wiederholenden Block, weil der teleportiert das Schwein. Und wenn du meinst, du willst, sag ich mal, die Command-Blöcke weiter tiefer verbuddeln, dann änderst du einfach, ja, die Höhe hier. Beim Bett habe ich zum Beispiel das jetzt hier auf 3,2 gemacht. Das musst du dir aber jeweils immer anpassen, wo du dir das spawnen willst. Mit diesem Command kannst du natürlich jetzt selber deine Möbel noch designen, deine Wohnungen noch einrichten, deine Freunde einladen, dass sie auch mal Probe sitzen können. Und wenn du solche Videos nicht mehr verpassen willst, dann vergiss den Kanal nicht zu abonnieren. Schau auch gerne in unserer Infobox vorbei oder nochmal in der Playlist am Ende des Videos. Da findest du noch weitere solcher Videos. Aber ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, wünsche dir noch einen schönen Tag, bleib gesund, haut rein und tschüss!